von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Hallo und herzlich willkommen bei Game Odon. Ja, ich bin Rotek und heute gibt's ein weiteres Let's Test. Und zwar ist das hier Orion, Dinosaurier-Horde oder Dinosaur-Horde. Je nachdem, wie man es sagen will. Ja, ich habe das Spiel das jetzt auch zum zweiten Mal. Ich habe es einmal kurz angetestet natürlich. Da ich nicht irgendein Crap Let's Playen oder Let's Testen in diesem Fall. Ja, das Ganze basiert darauf, dass wir gewisse Ziele erfüllen müssen. In diesem Fall nicht unbedingt Ziele, sondern eher... was nehme ich da mal für eine Waffe? Auto Semi-Auto. Ja, das nehmen wir mal. Das hört sich doch mal richtig cool an. Ja, es basiert darauf, dass wir gleich von Dinosaurierhorn überrannt werden. Wave 2 ist sogar schon dran. Und da sieht man auch schon die ersten Dinosaurs. Und wir müssen halt gewisse Punkte anfangs verteidigen, da müssen wir gewisse Sachen holen und ich verteidige jetzt mal diesen Stromgenerator. Wave Complete Position. Das ging aber schnell. Okay, ich spiele jetzt gerade auf Noob. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass es ein bisschen einfach ist. Warte, warte, warte. Den nehmen wir natürlich dann im Schön mit, wenn er uns schon angreift. Ja, was können wir zu dem Spiel sagen? Solange hier jetzt so eine kleine Ruhephase ist, grafisch gesehen ist die Umgebung wirklich schön gemacht, nur die Waffe wirkt ein wenig merkwürdig und auch die Charaktere, die hier rumrennen, finde ich ein bisschen vom Aussehen her ein wenig merkwürdig. Also jetzt nicht ganz so optimal, sage ich mal. Jetzt sehen wir auch einen. Also dafür, dass die hier gegen Dinos verteidigen sollen und so, ja, was soll ich dazu sagen? Nicht das Wahre von Optiken her der einzelnen Spielfiguren. Aber das soll auch nicht so das Problem sein, denn es geht ja hauptsächlich darum, dass wir hier bei dem ganzen Spaß haben. Und das Gameplay an der Sache, das Gameplay in diesem Game, also in diesem Ganzen, ist gar nicht mal so schlecht. Wo denn? Sehe ich den nicht? Den nehmen wir dann mit. Ja, ja, die packen das hinten. Wie gesagt, wo ich das auf Medium gespielt habe, da war das sehr, sehr viel schwerer. Ja, Drontek, wo willst du hin? Ja, es ist so, da hinten ist eine Garage, da hinten stehen Fahrzeuge und davon möchte ich gerne eins haben. Damit kann man perfekt... Ja, komplette Dinosaurier-Gruppen. Einfach mal plattfahren. Ist ganz gechillt dann. Also da hat man nicht so viel Stress. Man kriegt zwar kaum Geld dafür, dass man dann was tötet. Ne? Nur so 50 pro Kill und so, bla bla. Aber ja, okay. Sollte nicht das Problem sein. Denn, wie gesagt, wir sind mit ziemlich viel Geld gestartet. What the fuck? Ich hab doch gerade was gehört. Ich habe Halluzinationen, habe ich hier Hallos. Halluzinationen! Egal, da hinten steht so ein Brummi, den ich meine. Schön, dass hier noch einer steht, finde ich gut. Nicht, dass jetzt wäre blöd gewesen, wenn ich... So, dann einsteigen in den dicken, fetten Brummi. Die Steuerung bei dieser Karre ist ein bisschen beschissen, sag ich jetzt mal. Also das ist wirklich ein wenig beschränkt. Denn man lenkt hier mit der Maus und das finde ich jetzt... persönlich nicht ganz optimal. Aber man kann hier wirklich gechillt mit der Karre rumfahren. Man kann auch, wie gesagt, die meisten Viecher kann man so platt fahren. Zum Beispiel den da. Einfach mal platt gefahren. Shit egal.
eine ganze Gruppe. So, das war's. Alle tot. Nur mit denen soll ich mich nicht anlegen. Ah, oh, der ist nicht so... Wow, wow, wow! Ah, der ist tot. Ah, der ist tot, haha, Kappen. So, dann nehmen wir gleich mal mit. Wie gesagt, das ist jetzt nicht PvP, sondern PvE. Okay, das war jetzt nicht mein Kill, aber das soll... nicht ganz. Soll nicht mein Problem sein. Da steht noch eine... Oh, Mini-Karren, die ist noch besser. Ein bisschen schneller. Also ab, zurück nach Hause. So wie es wieder. Dann müssen wir da ein wenig verteidigen. Ja, das war ein Feuerzeug. Ich bin gerade nebenbei so ein bisschen am Rauchen. Ich bin zwar erkältet und so, aber okay. Ja. Aber es wird besser und dementsprechend... What the fuck? Ach, da hier ist ein kleiner Brummi. Ah, den habe ich nicht erwischt, aber naja, gut. Das ist nicht ganz so tragisch. Genau, Turban schmeißen. Oh, So. Also mal ganz abgesehen von dem, dass wir die Fähigkeiten und die Waffen kaufen können, können wir, glaube ich, auch noch Upgrades für was anderes. Ich bin jetzt noch nicht sicher, wo das geht. Wo war das denn nochmal? Ich habe keine Ahnung. What the fuck? Incoming. Wer will da überhaupt incoming? Wo ist mein Auto? Oder beziehungsweise mein Hovercraft war das ja. Wahrscheinlich irgendwer geklaut. Die Bunker sind dicht, also jetzt kann ich nicht mal einkaufen. Jetzt muss ich mit der Waffe klarkommen, die ich habe. Aber gut, das ist ja mächtige Waffe daher. So, wie viel Geld haben wir denn? Wo steht nach da? 10.000? Boah, 10.000, Alter, krass. Auf Easy Mode bist du froh, wenn du mal 2.000 hast. Ah, hier kann man die Upgrades kaufen. Spray and Pray, mehr Fire Speed, Cowboy, Faster Reload, Double Clip Size. Das kaufen wir doch mal, das hört sich schon ganz gut an. Ich kaufe Faster Reload, Stopping Power, plus 25% Damage, das brauche ich nicht. Fast Fire Speed nicht unbedingt, nein. Grenades, nein. Items, Health Kit. Davon nehme ich mal was mit, das nehme ich mir auch mal mit. Und damit sollte ich erstmal klarkommen. Ich habe noch 4600 über. Und gut. Sollte was zum Henker? Ich war gerade blau am Leuchten. Wave is incoming. Thank you.
Ah, da war so ein kleiner. Ach, hab ich gar nicht gesehen. Kein Problem, kein Problem. Noch alles chillig. Jetzt hab ich schon wieder fast 10.000 Credits. Ich will mal gucken, was die teuerste Waffe bringt, was die kostet. Wobei die Waffe, die ich habe, die ja schon recht genial ist. Aber Primary, guck mal, Long Sniper Rival. Ne, das wollen wir natürlich nicht haben. Track Sniper Rival. Das sind alle Snipers. Und auf Sniper Rival habe ich nicht so wirklich Wurst. Da finde ich bei einer Long Machine Gun doch ein bisschen besser. Wir haben noch das Wollte ich denn das weg? Wann habe ich denn das eingesammelt? Ach, das war ja Primary. Secondary wollte ich auch gucken. Try the Shotgun. Na, 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 na. Das kaufen wir mal und Pistols nehmen wir mal, die schönen Dualeads und Upgrades, habe ich kein Geld mehr. Kein Problem. Zweimal die Pistolen, zwei ist das. Liegt ja auch übrigens alles voller Waffen. Auch nicht schlecht die Waffe. Hör schon gut was mit reißen. Ach, Granaten, ich hab doch schon Granaten. Ich werde erstmal wieder auf. Man merkt aber, die Waffen verziehen wirklich krass, richtig, richtig krass. Nehmen wir einfach mal mit, scheißegal. So. Jetzt kann ich wieder hinten, da sind Augments, das ist, müsste eigentlich, ich weiß gar nicht, wo ich das kaufe. Weil eigentlich müsste ich da Boni für mich selber kriegen. Wie gesagt, Pistole habe ich... Main habe ich, ich habe eigentlich alles. Jetzt habe ich nur noch Augments. Da raus hin, wo ich die kaufen kann. Ah, Abilities Upgrade. Der Lift of Steed, Hoverability. Und Back, Tier 1. Tier 3 Augments. Das kann ich noch nicht. Tier 2 Augments, Junkie, Adrenaline Weapon, Primary Weapons, Secondary Weapons, Build a Kit, Two Side Weapons, Iron, Double Shield, ja, das hört sich doch mal ganz cool an. Das nehmen wir doch. Warum gehen Teammates down? Wo dran bitte? Ach, wir müssen was einnehmen. Hier habe ich vorhin noch einen Hover gesehen, der hier irgendwo mal rumstanden hat. Wie gesagt, irgendwann mal. Ah, toll. Jetzt aber nicht mehr rumsteht. Muss ich da auch noch ganz hinlaufen. Das ist natürlich wieder beschränkt. Also sehr, sehr beschränkt das Ganze. Schuss im Magazin. Wir werden einfach mal. Wie lange können wir denn rennen? Ey, sag mal. Ist hier eine Ausdaueranzeige? Ich glaube, wir können unbeschränkt rennen.
Wo ist das blöde fliegende Viech hin? Also das fliegende Ding habe ich das mitgekillt. Scheint so, ich habe das Viech gleich mitgekillt. Jetzt habe ich 9800, ich werde noch ein bisschen warten. Survive the Horde! So. Da kommt mal hier, Bitches. Jetzt muss ich Munition auffüllen. Ich weiß auch nicht, wie ich meine... Ich habe doch gerade so ein Munitionspaket gekauft. Naja, egal. Ich werde auf jeden Fall eben Munition wieder auffüllen. Ich denke mal, ich muss dafür nur da reinlaufen. Sollte an sich kein Problem darstellen. Oder? Ne, ich muss wirklich das nochmal... Ammo-Pack muss ich kaufen. 4. Chiron Knife. Utility Gun. Ich weiß nicht, was es ist, aber brauche ich nicht. Ich will nochmal kurz nach Augmentations gucken, dass wir sehen, dass wir jetzt diese Level 3 Augmentations nochmal freischalten. Ja, Vampire, Feed on Dead Bodies, Greedy, 1,5-fache, Your Killer Dies. Health Drain Generation, VIP Access All, Adrenaline. You cannot be grabbed. Nein! Oh! Na, ich meine, du bist so wieder voll, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Thank you.
Alles tot, lol. Oh, ich hoffe, ich kriege jetzt mal meine Augmentations, dass ich Double Money einfaches Geld kriege. Das war natürlich nicht schlecht. Absolut nicht schlecht. Warte, ich lade nochmal nach. Ich habe sonst schon noch Kohle. Ich hatte mir alles kaufen, eigentlich ist das scheißegal jetzt. Wirklich mir auch nicht, ist doch alles Lottin. Und ich habe mich verheddert. Und das auf jeden Fall. Stibus Iron Crawl. Couldn't be jumped, kann ich weggestoßen werden. Nehmen wir auch gleich mal mit. So, jetzt kann ich nicht mehr weggestoßen werden und dann kriege ich 1,5-faches Geld. Was ganz chillig ist. Würde ich mal behaupten. Ich habe keine Ahnung, wie lange das ganze Game dauert. Aber ich würde sagen, ihr habt genug gesehen fürs Erste. Bin eh raus, also daher. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich sage an dieser Stelle mal, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.